Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil vom Minimalism Game. Heute habe ich wieder aussortiert und heute müssen gehen zwei Kleidungsstücke. Einmal hier von Florence and the Machine, ein Oberteil, was ich sehr cool finde, aber es ist mir leider etwas zu eng mittlerweile. Vor der Schwangerschaft war mein Bauch halt irgendwie sehr flach und jetzt sind da doch so ganz kleine, winzig kleine Speckröllchen, die sich abdrücken und deshalb, naja, würde ich es gerne hergeben. Und zum zweiten einmal hier eine Bluse, die ist mir etwas zu groß, weil das ist nämlich Größe 40 und man kann sie zuknoten unten und ich finde die auch ziemlich cool, weil da sind Anker drauf und ich liebe Anker, ja. Aber wie gesagt, ist mir etwas zu weit. Man hat halt eben manchmal in seinem Kleiderschrank Dinge, die entweder zu groß sind oder zu klein oder nicht so recht sitzen wollen. Und naja, ich sag mir, somebody's trash is someone's treasure. Und was mir nicht gefällt, muss dann nicht heißen, dass es einem anderen dann doch nicht gefällt. Beziehungsweise die Klamotten gefallen mir ja, aber was mir nicht passt, muss ja dann jemand anderem, ihr wisst, was ich meine, oder? Es ist schon spät, ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen und es ist nicht so kriselig im Hintergrund, weil das Licht ist um diese Uhrzeit echt nicht mehr das Beste. Aber ich habe mir gedacht, ich versuche jetzt doch trotzdem noch das Video hier abzudrehen, bin irgendwie nicht dazu gekommen, früher, heute. Ja, hi, heute sind wir schon bei Tag 3 vom Minimalism Game. Ich hoffe, ihr habt das tolle Wetter heute genossen. Es wird ja jetzt echt wärmer und es macht wieder richtig Spaß rauszugehen. Der Frühling ist überall angekommen und ja, ich habe es total genossen, das Wochenende. Ja, aber jetzt zack zum Spiel. Heute müssen drei Sachen gehen, weil heute ist der dritte Tag. Und zwar, als erstes habe ich hier einen Schal und da sind solche Matroschka-Puppen drauf, glaube ich, so heißt das. Den finde ich eigentlich auch ganz schön, habe ihn schon ein paar Mal angehabt, aber irgendwie trage ich ihn einfach nicht mehr. Was ich mir auch überlegt habe, wenn jemand von euch, wenn du Interesse hast an einem Teil, dann kannst du mir einfach schreiben, weil ich habe die Sachen ja auch alle noch. Warum soll ich eigentlich warten, bis ich irgendwann mal eine Tauschparty mache oder bis ich auf den Flohmarkt gehe oder die Sachen sind auch noch nirgends reingestellt. Bin am Überlegen, ob ich vielleicht zur Kleiderkreisel gehe oder zum Kleiderkorb oder auf eBay. Jedenfalls habe ich diese Sachen noch und wenn du Interesse dran hast, dann kannst du mir einfach in den Kommentaren schreiben oder schick mir eine E-Mail. Ich würde sagen, für den Schal machen wir 2 Euro und für die Sachen gestern, also und vorgestern, für die Jacke, ich schreibe auch nochmal die Preise dann einfach in die Infobox rein, für die Jacke einfach 7 Euro und für Florence and the Machine vom letzten Tag, von gestern, von diesem Video, vor ein paar Minuten. Florence and the Machine Oberteil, 5 Euro. Und für das Anker Oberteil, 3 Euro. So, dann habe ich noch eine Bluse. Und diese Bluse, die hatte ich einmal an, weil ich auf eine türkische Hochzeit eingeladen war. Was ich hier total schön finde, ist das Detail hier. Und was halt nicht so mein Fall ist, es ist mir zu viel Strass. Hier oben am Kragen ist Strass und hier unten ist Strass. Und es ist mir insgesamt ein bisschen zu viel. Das ist Größe L. Ja, ich habe es halt direkt nach der Schwangerschaft angehabt und deswegen hat es mir super gepasst. Aber es ist One Size. Also ich finde, wenn man jetzt halt M hat, dann ist es auch nicht so, dass es aussieht wie ein Sack. Also das würde schon passen, auch bei einer zierlicheren Person. Und dann habe ich noch dieses Kleid hier und das finde ich auch mega cool. Aber es ist mir zu groß. Ich habe halt immer einen Gürtel dazu angezogen. Hier rum und ich finde, das ist halt ein Kleid nicht für jeden Tag. Wenn man jetzt weggeht oder vielleicht zu Silvester oder so, da habe ich es mal angehabt. Und ja, ich würde mich halt auch davon trennen und dafür wollte ich 5 Euro haben. Und für dieses Teil hätte ich eigentlich gerne noch so 7 Euro. Also wenn du Interesse hast, dann melde dich einfach.
Was ich noch fragen wollte, gibt es hier Leute, die Erfahrung haben mit Kleiderkreisel oder Kleiderkorb? Weil ich habe Positives und Negatives gehört, aber mich würde mal interessieren, ob es einfach Leute gibt, die mir irgendwie kurz einen Erfahrungsbericht schreiben können, ob sie das empfehlen oder nicht. Und ja, weil ich nämlich am Überlegen bin, ob ich mir dort einen Account zulege und vielleicht dort dann auch die Kleider, die übrig bleiben, hier anbiete. So, dann bin ich mal gespannt auf den morgigen Tag. Bist du auch gespannt? Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Genießt die Zeit. Bis dahin. Bye, bye.